Hallo, hast du dich auch schon gefragt, ob du bei aufliegender Bewölkung durch die Alpen fliegen kannst? Bei SkyMap gibt es dazu eine ganz praktische Funktion, die Terrainwarnung, die man nicht nur während des Fluges aktivieren und benutzen kann, sondern auch bei der Flugplanung. Dazu gehst du auf Overlays und wählst dann Terrain Overlay aus. Und wenn jetzt die Vorhersage eine Wolkenuntergrenze von 8000 Fuß vorhersagt, dann setzt du den Schieberegler auf 8000 Fuß zum Beispiel. Und so siehst du, wo das es eigentlich möglich wäre, die Alpen zu überqueren. Wenn wir jetzt ein bisschen reinzoomen, dann sehen wir hier, dass es beim Simplonpass möglich wäre. Wir können noch etwas weiter rüberrutschen. Lukmanier, das wäre auch möglich. Es gibt also viele verschiedene Wege, die offen sind, über die Berge zu fliegen bei niedriger Bewölkung. Hier auch über den San Bernardino.